Oh, ich habe noch gar kein Mikro. Aber die Armee, die ihr da oben jetzt seht, da seht, das ist wirklich eine nette Armee, wenn man mal ein bisschen Not am Mann hat. Aber warum ich so ein bisschen Not am Mann hatte und auch ein bisschen Spaß hatte, das seht ihr jetzt in der Folge. Also lasst euch nicht beirren. Ich habe den Titel nochmal geändert, weil ich finde diese Armee echt nett. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich muss mal gerade was Nettes hier für euch raussuchen, was wir so hintermalen. Und ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden, alles klar. Ja, so sieht das normalerweise aus, wenn ich hier mein Clash of Clans starte. Also ein relativ leeres Hintergrundbild mit mir so ein bisschen in der Kamera. Aber ihr habt es ja gesehen im Thumbnail. Habt das gesehen? Ja, geht mir das immer aus. Ich will ja jetzt erstmal mein Air-Server hier verbinden, nicht Fokus, sondern verbinden. Das ist so ein bisschen anders geworden seit iOS 15. Und dann ploppt er gleich auf und dann haben wir das Ganze auch im Bild. Aber es geht ja um das Heldenbuch und ich habe heute Abend ein bisschen Sorge. Es ist 21.06 Uhr und eigentlich hatte ich mir seit heute Morgen vorgenommen, dass ich... funktioniert die Spiegelung jetzt nicht. Wieso funktioniert die Spiegelung nicht? Ach so, weil ich den Air-Server noch gar nicht gestartet habe. Habe ich noch gar nicht gestartet. Als Admin starten. So. Warte, dann findet mein Ding das auch. Dann haben wir den jetzt, glaube ich, gestartet. Jetzt findet er auch meinen PC. Perfekt. Ja, technisches Geplänkel manchmal. Und, aber es geht ja um das Heldenbuch. So, da ist er. Es geht ja um das Heldenbuch. Und ich habe den ganzen Tag mit mir rumgehadert. Wie machst du das am einfachsten? Ich habe noch ein Heldenbuch, Leute. Aber ich habe nicht genug Dunkles, um einen Helden zu machen. Habe auch jetzt nicht so die Muße und die Zeit zu farmen. Also ich könnte jetzt farmen, ja. Aber ich habe jetzt nicht so... ja, ich will nicht sagen so Lust. Aber ich hab gesehen, dass es im Pass in ein paar Dingern da... 1250 bei 1400, also 150 weiter, gibt es eine dunkle Rune. Gibt es eine dunkle Rune und ich würde sagen, die holen wir uns. Die Frage ist nur, wie holen wir uns die? Wir brauchen 150 Punkte, 60 machen wir hier mit den Tagesaufgaben eigentlich voll. Aber die anderen Aufgaben habe ich ja auch. Und das ist ein Mauerteil zerstören. Da habe ich schon ein paar. Okay, das sind 30 Bauhütten im Mehrspieler kämpfen. Das ist hier oben nicht mehr ganz so einfach, weil die Bauhütten sich natürlich verteidigen und du nicht so immer so wie früher alle vier Ecken schon mal abfarmen konntest und hattest immer vier. Das geht leider nicht. Den Sternebonus schaffen wir leider auch nicht, sonst müsste ich die Folge jetzt irgendwie über 4-5 Tage laufen lassen. Über 3 Tage, okay, über 3 Tage. Ich habe nicht wirklich Lust, jetzt 4 Angriffe mit Heilern zu machen und... Barbaren setze ich auch nicht wirklich ein. Die Bomber hier könnte ich natürlich machen. Verdiene in 8 Duellen einen Stern und setze dabei einen Bomber ein. Das ginge natürlich. Aber das geht natürlich nicht bei euch. Weil das ist ein No-Go. Das ist so ein bisschen so ein No-Go. Im Moment glaube ich, das Nachtdorf, denke ich mal. Das ist ein bisschen so ein No-Go und deswegen machen wir lieber sowas hier. Also normales Clashen. Mit normalen Mauern. Ich stelle hier unten schon mal um auf den Wall Wrecker, also auf das Schleuderkatapult, so heißt es glaube ich, ne? Schleuderkatapult und dann nehmen wir mal einen Gegner mit, der gar nicht mal so stark ist. Den müssen wir natürlich erstmal finden, dass der uns auch viele, viele Mauern wegmacht, denn danach haben wir natürlich eine Armee, die ein bisschen Heilzauber braucht, aber wir können danach mal nur Mauerbrecher machen. Ich weiß, so ein Spiel kann man natürlich auch nur mit Mauerbrecher machen. Da muss man mal gucken, wie man die durchbekommt. Vielleicht mit ein, zwei Riesen oder was auch immer. Und aber wir müssen erstmal eine Base finden, die echt viele Mauern hat. Ey, sag mal. Wieso finden wir hier nicht so viel? Über mir ist übrigens noch Platz für Werbung oder für ein Bild von euch. Keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Das ist schon recht verzaubert. So wenig Loot. So wenig Loot. Der Lootgott ist nicht mit mir heute Abend. Also, mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich will nämlich noch ein bisschen was anderes zocken. Hier sind so ein paar Mauern. Okay, hier sind so ein paar Mauern. Dann lassen wir hier mal den Wallrecker fliegen. Beziehungsweise, nee, nicht fliegen, sondern laufen. Das Jack kann ja auch noch ein paar Mauern machen.
Das Jack ist gar nicht dabei. Ach doch, das Jack ist doch dabei. Okay. Ich dachte gerade, das Jack ist. Ich dachte gerade, das Jack wäre nicht dabei. Und ich nehme den Warden mal hier mit rein. Bei der Queen. Und ihrem Gefilde. Jetzt sind schon so ein paar Mauern. Mal sehen, wie viele Mauern wir hier so schaffen. Wenn der natürlich immer nur einzeln zählt, dann ist das schon ziemlich mau, muss ich sagen. Wenn der nur einzeln hier reinzählt, die Mauern. So, jetzt haben wir den Warden. Oh, der Warden ist natürlich noch auf Luft da hinten. Okay. Der Warden ist noch auf Luft. Was geht dort mit den Ballons? Okay, die Ballons müssen wir ein bisschen wegfriesen. Das sehe ich ein. Queen zünde ich auch mal. Da ist nämlich ein Single Inferno. Hier ist noch der Scattershot. Den haben wir auch weggemacht. Perfekt. Und kriegen wir noch dort die Luftabwehr. Aber viel mehr wird es auch nicht. Seht ihr? Naja, aber der Loot war ganz in Ordnung. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Mauern wir haben. Die beiden verwerfe ich mal, weil sonst kommen die gleich. Das kann ich gar nicht. Sonst kommen die gar nicht raus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Mauern wir geschafft haben. Lass mal gerade gucken. Mauern 23 von 125. Okay. Das ist ein bisschen wenig. Nein, das ist ein bisschen wenig. Und ich glaube, wir bauen mal so eine Mauerbrecherarmee. Warte mal. Ich glaube, wir bauen mal so eine Mauerbrecherarmee. Hier haben wir 8 Stück schon dabei. Alles klar. Erstmal boosten wir hier. Boost Mode on. Und dann bauen wir mal so eine Mauerbrecherarmee mit vielen Mauerbrechern. Ich würde sagen 37, 38, 40 Stück. Ein paar Riesen davor. Noch mehr Mauerbrecher? Nee, ne? Wir nehmen noch mal eine Belagerungsmaschine mit dem Wall Wrecker hier, weil der macht ja wenigstens Mauern. Der macht ja wenigstens Mauern. Gleich haben wir den. Aber haben wir das andere Ding. Und was können wir denn hier noch mit reinnehmen? Oh, wir haben erst 427. Okay. Dann nehmen wir hier noch ein paar von denen mit rein. 17. 17 ist auch übertrieben. Okay. 17 ist auch übertrieben. Muss man mal so sagen. Aber wir nehmen mal 1, 2, 3, 4, 5 Drachen mit rein. Denn wir haben ja hier noch ein Event zu spielen. Warte mal. 2 Tage, 12 Stunden spielt das Event hier. Für den einen Forschungstrank wäre das nicht schlecht. Ich habe 0 von 5. Bin da tatsächlich absolut blank. Ist ein Bauarbeitertrank, ich weiß. Ich bin absolut blank dort. Aber wie gesagt, ich würde echt gerne einen Helden. Nee, kein Heldenlevel, sondern ich würde wirklich gerne das Buch hier auch mitnehmen und hier unten ein Pet Level. Dafür könnte ich dann natürlich hier nochmal für eine Truppe ein bisschen dunkles, ich will nicht sagen verschwenden oder verspenden, sondern vielleicht für mich selber gebrauchen. Weiß aber gar nicht genau, was man hier so für sich selber gebrauchen könnte, außer die Super Bowler. Die nehmen wir auch mal mit. Die nehmen wir auch mal mit, dann haben wir zwar nur 25.000 ausgegeben, aber für den laufenden Klankrieg 1 Stunde 48 geht's los. Sind die sicherlich nicht schlecht. Mal sehen, wie viele Mauern wir hier mit schaffen. Und 1, 2, 3, 4. Aber wie viele Truppen haben wir denn? Okay, wir haben echt viele Truppen, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben ja mal echt viele Truppen. Und dann bauen wir mal so ein bisschen da. Obwohl ich eigentlich Blitzzauber mitnehmen würde, ne? So für Minenwerfer oder sowas. Na, ist aber auch dusselig. Wäre auch dusselig. Ich glaube, das machen wir mal. Wir machen das einfach mal so, dann verlieren wir ruhig ein paar Pokale, denn ein Tagesding haben wir schon gepackt und ich mache einen kurzen Schnitt und machen wir gleich mal das ganze Ding, beziehungsweise wir machen erstmal den mit dem Hybrid und danach machen wir mal mit dem Mauerbrecher, mal sehen, wie weit wir da kommen. Okay, warum nehme ich eigentlich den mit? Weil die Musik gerade ein bisschen zu laut ist. Weil der so Laumauern hat. Der hat nicht so harte Mauern hier. Und ein Scattershot da unten. Einen. Da, der ist im Bau. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal den, der nicht im Bau ist. 1, 2. Wir nehmen mal den, der noch nicht im Bau ist. Und wir nehmen hier den Babydrachen. Wir nehmen hier das Ding. Wir nehmen hier den Riesen. Dass wir hier die ganze Flanke irgendwie wegbekommen. Das sieht ganz gut aus. 1, 2, mal gucken. 2 Mauerbrecher, 2 Mauern wären ja nicht schlecht. Wären jetzt nicht übel. Hat er auch gemacht. Okay. Oh, jetzt kommt da natürlich schon die Luftabwehr.
Dann muss ich meine Queen eben mal in die Pflicht bringen, damit die Mauerbrecher dort so ein bisschen... Oh nein, die gehen da. Okay, die sind... Ah, die Queen geht zurück. Glücksabend. Mein Glücksabend. Die gehen zurück. Mal sehen, ob hier noch zwei durch den Restwut gehen. Okay, das gehen sie. Und... Ah, nicht ganz. Okay, nicht ganz, Leute. Scattershot bekommen wir aber schon mal. Aber wir müssen hier trotzdem noch den Single Inferno frosten. Okay, weil da geht jetzt die Queen erst drauf. Alles klar. Der Reparatur-Heinz da versucht, gibt auch alles. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier mal hier mit der Karre rein und dem King. Weil dann können wir von der anderen Seite mit in unseren Hybrid hier gegenfunneln. Nicht ganz Hybrid. Den einen lasse ich mir mal offen da. Wir nehmen mal zwei von denen. Und einmal den Heilzauber hier mit rein. Da ist der Single. Hier lassen wir den Royal Champion mitgehen. Und wenn wir die Bauhütten friesen, dann können die auch nicht mehr reparieren, ne? Okay. Bei der Queen, da machen wir noch mal so ein bisschen was, würde ich sagen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Wo ist denn hier eigentlich so ein King? Ah, mein King ist tot. Okay, oh, hier ist die Queen. Die müssen wir frosten. Komm. Jawohl. Haben wir gepackt. Dann haben wir hier noch den Wutzauber. Einmal ihn hier. 1, 2, 3. Und hier ein bisschen Ablenkung. Wo ist meine Queen? Die hat sich dort... Ah, die macht da oben die Luftfallen. Alles klar, die Luftskelette. Ist aber noch in Heilung. Pony lebt auch noch. Heilung lebt auch noch. Oh, wie viel sind denn das? Sind das 20 Stück oder was? Okay, trotzdem ist die Base gedreiert, würde ich sagen, oder? Na komm, Queenie. Ah, und jetzt dreht sie sich wieder um. Ey, sag mal. Sag mal, oder hatte der noch mal fallen? Okay, mein Pony heilt aber auch noch. Aber die Heiler sind auf den Worten. Alles klar. Dann nehmen wir die Queen jetzt auch mal in die Ability. Und dann haben wir noch einen Bogenschützenturm und einen Tesla. Das sollten in jedem Fall... Ach, es wird ein Time-Fail. Okay, es wird ein Time-Fail. Macht aber nichts. Mal sehen, wie viel Mauern wir gepackt haben. Da haben wir noch eine gepackt gerade mit den Yetis. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein kleines Déjà-vu habe von dieser Folge hier. Dass ich ein kleines... Oder ich habe da mal von geträumt, so eine Folge zu machen. Keine Ahnung. 57 von 125. Okay. Ist das jetzt viel oder ist das eher wenig? Ich kann es gar nicht beurteilen. Was haben wir denn hier? 46 Mauerbrecher, jawohl. 46 Mauerbrecher. Alles klar, Toto. Okay. 15 Riesen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ah, nee, passt nicht. Warte. 2. Okay. Jetzt passt es. Zauber haben wir somit. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Perfekt. Belagerungsmaschine, natürlich irgendwas, was uns Mauern aufmacht. Haben wir aber sowieso dabei, also ich kann noch mal wieder fragen. Alles klar. Ach komm, wir fragen das noch mal an. Mal sehen, ob der Deadpool noch da ist. Ich kann mir vorstellen, dass der noch da ist. Der hat mir jetzt eben auch ganz nett gespendet. Wir machen noch einen dritten Angriff und beziehungsweise, nee, wir machen noch zwei Angriffe. Einmal mit der Armee und einmal auch mit der Armee. Und dann gucken wir mal, wie viel Mauern wir haben, dass wir wenigstens die dunkle Rune heute bekommen, um ein wenig weiter zu leveln. Pets müssen gelevelt werden, Leute. Pets müssen gelevelt werden. Und der Jack ist heute in jedem Fall dran. Denn der Jack ist mein Mauerbrecher mit dem King. Und Oily kommt dann am Ende. Ist halt so. Ich weiß nicht, wie ihr levelt. Braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Ihr seid ja eh keine Kommentarschreiber. Aber gestern habt ihr schön viele Kommentare geschrieben. Vielen Dank. Und die Masse habe ich auch noch nicht mal beantwortet, glaube ich, aber geherzt und geliked. Das ist eine coole Base. Das ist eine coole Base, meine Lieben. Denn der hat da oben so ein paar Mauern. Warte mal, wenn ich da einen Mauerbrecher reinschicke. Ein Mauerbrecher geht immer auf die Mauer, hinter dem noch ein Gebäude steht. Hier steht noch der Elixiersammler. Und ich meine nur für das Spiel... Geht da kein Mauerbrecher jetzt echt drauf? Das kann jetzt nicht sein, oder? Da geht echt kein Mauerbrecher drauf.
Okay, da habe ich keine Lust drauf. Wieso geht denn da kein Mauerbrecher drauf? Das Gebäude stand doch klar hinter einer Mauer, oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, das Gebäude stand doch klar hinter einer Mauer. Ich glaube, diese Doppelreihenmauern, die zählen alle nicht. Die zählen eigentlich nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Okay, aber mal sehen, ob wir das Rathaus noch mitkriegen. Einen Stern müssen wir noch machen. Irgendwie müssen wir hier noch einen Stern rauskitzeln. Und, ja. 29 Sekunden kann man natürlich eine Base analysieren und gucken, wo wird was gebaut. Also wenn man es jetzt so nötig hat wie ich, dass man hier die Sterne holt, beziehungsweise den einen Stern holt und viele, viele Mauern macht. Okay, der macht das Rathaus da, der macht den King dort. Der hat Single Infernos, das ist sehr cool. Und er hat hier außen Mauern. Alles klar. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Gucken mal. Mauerbrecher machen schon mal eine Mauer auf. Okay. Hier hat er auch noch ein bisschen Mauer. 1, 2. 1, 2 nehmen wir mal da. Und die Mauerbrecher. Ah, nee, da gehen sie schon. Da sind sie schon wieder eine kleine Mauer weiter. Alles klar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da waren die schon wieder ein bisschen viel. Da vorne gerade. Und da gehen sie aber durch, da gehen sie auch durch. Und da machen sie auch noch nicht ganz eine Mauer offen. Okay. Mal sehen. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie viele Mauern das am Ende sind, die Mauerbrecher hier aufgemacht haben. Der da vorne ist verreckt. Okay, warum eigentlich? Ah, jetzt geht er durch. Alles klar. Und wir brauchen ja noch das Rathaus und das Dunkle brauchen wir nicht wirklich. Dann nehmen wir das mal so. Ihn hier mit rein. Den auch. Noch mehr Mauerbrecher braucht das Land, Leute. Mehr Mauerbrecher braucht das Land. Und dann können wir hier mit den Loons reingehen. Wir hauen die Drachen mit durch. Den Royal Champion. Jetzt gucken wir mal, was hier überhaupt so geht. Ja, was hier überhaupt so geht. Einmal den gefrostet dort. Und ich denke mal, den müssen wir unter Umständen nochmal frosten. So, wo ist mein Warden? Der steht natürlich auf Boden. Das heißt, er verfolgt jetzt nicht unbedingt meine Drachen dort. In der Mitte. Oder das, was ich da in der Mitte habe. Was habe ich denn hier eigentlich in der Mitte? Wir haben da noch einen Drachen. Perfekt. Oh, Rathaus fällt, alles klar. Ist die Armee jetzt so gut zum Farmen oder was? Der Toto lacht schon wieder. Hallo, was ist denn das jetzt? Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Das kann nicht euer Ernst sein hier, Leute. Das kann nicht euer Ernst sein. Vom Euli, was ist eigentlich, wenn man die Pets auch in so einen Zauber reinbringt, werden die dann auch schneller? Das weiß ich gar nicht. Ich sehe es gerade eine Eule da. Aber guckt euch das an, wir drei an dieser. Wir dreiern die Base mit Mauerbrechern. Sehr geil. Okay, das war jetzt auch ein 13. Alles klar. Hatte keine Klambo und nix. Hatte den Scattershot im Ausbau. Ah, so viel Lack muss man auch mal haben. Wir gucken mal, wie viele Mauern wir gepackt haben hier. Wir haben 107 Mauern. Jawohl, das heißt, das nächste Spiel ist in jedem Fall unser. Perfekt. Ja. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Eben mal weggespendet hier. Spendenquest gibt es nicht, aber ist nicht so schlimm, wenn ich manchmal so ein bisschen im Spendenwahn bin hier auf Gems, dann ist das auch absolut in Ordnung. Aber ich mache mit euch auf jeden Fall das Spiel zu Ende hier. Heftig, oder? Ha? Heftig. Also das fand ich jetzt, meine, der wird sich jetzt auch denken, okay. Da hat mich einer angegriffen mit 15 Riesen und 46 Mauerbrechern. Naja, ein paar Drachen noch dabei. 300 Truppen ist echt schon viel und dann auch noch die Clanburg. Ich muss das gerade so ein bisschen belächeln. Cut. So, die Base hat reichlich Mauern für uns. Und ja, ich habe den Titel nochmal geändert. Ihr habt es am Anfang gesehen, hoffe ich. Weil ich so viel Spaß hatte hier heute, habe ich den Titel nochmal geändert. Also natürlich ging es eigentlich um das Heldenbuch, aber eigentlich geht es jetzt so ein bisschen um die Mauerbrecher-Armee, die wirklich nicht schlecht ist hier zum Farmen. Dauert auch gar nicht so lange.
Und warum nehmen wir den mit hier? Weil der viele, viele Mauern für uns hat. Wir schauen mal eben. 1, 2 Riesen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da gehen die schon mal durch, die Mauern dadurch. Und vielleicht noch eine weiter. Ah, ne, das schaffen sie nicht ganz. Okay. Das packen die nicht ganz. Und dann machen wir das Ganze 1, 2, 3 hier auch nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, die gehen da ein bisschen weit. Okay. Die gehen da schon ein bisschen weit. Ich weiß, und die packen das da nicht ganz. Alles klar. Aber waren immerhin so ein paar Mauern. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir hier noch einen Riesen mit dabei. Vielleicht packen. Ah, ne. Oh, das sind auch die Infernos, ne? Okay, das sind auch die Infernos dort. Hm. Nicht ganz so einfach. Alles klar. Gleiche Ecke hier wie eben. Jetzt haben wir natürlich etwas weniger Truppen. Gar keine Frage. Aber trotzdem Helden mit dahinter. Mauerbrecher. Wir gucken mal, wo die noch so ein bisschen hinrennen. Ihn damit rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Royal Champion hier noch mit rein. Und jetzt wuteln wir die hier. Hier ist so eine Queen. Ah, die ist, okay, die ist jetzt down. Alles klar, die beiden Magier schicken wir auch noch. Und dann nehmen wir unsere Meute hier einmal in Wut. Beziehungsweise den Lock Launcher auch nochmal, oder? Ja, den Lock Launcher nehmen wir auch nochmal. Vielleicht schaffen wir noch eine Mauer hier, was ich jetzt nicht wirklich glaube. Ich weiß, was man hätte nehmen können, Leute. Ich weiß, was man hätte nehmen können. Man hätte noch was anderes nehmen können. Wisst ihr was? Klar, Supermauerbrecher hätte man natürlich nehmen können. Oder aber auch, was geht noch durch Mauern durch? Was geht hier noch durch Mauern durch? Das ist jetzt die Frage. Mal sehen, ob wir das wirklich gepackt haben hier. Hier hinten nochmal in Wut gebracht. Ich habe jetzt gerade überlegt, mir lag es gerade auf der Zunge, was man noch für Mauern nehmen kann. Beziehungsweise hier für die Mauerngeschichte. Na, fällt der Scattershot noch? Baumdrache einmal schießen. Jawohl. Gut. Und auch die Base hier, hätte ich fast gesagt, dreiern wir, ne? Es ist nicht normal. Es ist nicht normal, Leute. Wenn wir jetzt das Spielchen noch geschafft haben, dann haben wir es geschafft. Es ist echt nicht normal. 22 Sekunden. Mein Pony hält hier die Queen in jedem Fall noch in Heilung. Dann haben wir auch diese Base hier. Nein, da fehlt ein Prozent. Was? Oh, die Clanburg. Ah, nein. Nicht die Clanburg. Die hat zu viele Trefferpunkte und die Queen geht erst auf eine Mauer. Ach komm, du kannst doch bis dahin rennen, ey. Die hätte jetzt bis dahin rennen können und wäre an die Clanburg gekommen. Ach, ärgerlich. Echt ärgerlich. Aber ein cooles Game, oder? Wir haben 18 Stück. Wir haben unsere 1400 geschafft. Okay, also so geht es. Ich baue die Armee jetzt nicht nochmal nach, obwohl die gar nicht mal so schlecht ist. Ich baue die Armee jetzt nicht nochmal nach. Ich bilde jetzt mal ein bisschen anders aus. Wir nehmen mal 12 Drachen, glaube ich, und ein paar Loons. Dann können wir das Spielchen hier noch ein bisschen spielen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So machen wir das. Und dann können wir das Spielchen noch ein bisschen spielen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Luft. Und dann gehen wir auf jeden Fall einkaufen. Warte mal, wir fordern eben nochmal an. Das gleiche, ich hätte es echt nicht gedacht, Leute. Ich hätte es echt nicht gedacht. Aber egal. Egal, wir haben die olle Rune hier in den Belohnungen. Die holen wir ab. Dann füllen wir uns das, was wir uns vorgenommen haben. Das hatten wir uns ja vorgenommen. Also fill it up, das Dunkle hier. Einmal einen Helden gemacht, ne, ein Pet gemacht. Wir machen das Jack. Für 174.250, 4 Tage eigentlich nur. Letztendlich ist ein Heldenmut da fast zu schade für, aber ist nicht so schlimm, wir wollen ja auch mal fertig werden. Ist nicht so schlimm. Und der nächste Level, 191.000, dauert auch nicht mehr lange. Das kriege ich vielleicht noch hin. Aber ich kann das Heldenbuch jetzt kaufen und damit geht mir dann kein Heldenbuch aus dem Shop verloren hier. Letztendlich hoffe ich, dass euch dieses Chaos hier so ein bisschen gefallen hat. Also, ja. Nette Armee. So geht's. Mauerbrecher Riesen. Könnt ihr mit dreiern. Ich denke mal nicht im Clankrieg. Aber ist schon nett, was die Helden hier reißen. Ne? Ist schon nett, was die Helden reißen, wenn die Mauern so halbwegs weg sind und du noch eine Kampfmaschine hinterher schickst. Entweder den Ballwrecker, also den
den Mauer, den Kampfholzwerfer oder auch den Mauervernichter. Ist schon echt heavy, muss ich sagen. Ist schon echt heavy. Ich hätte es auch selber so nicht erwartet. Aber egal. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und am Midclash bin ich natürlich wieder für euch da. Und mittwochs gibt es dann aber auf YouTube nur eine kurze kleine Update-Folge. Also ein bisschen so Update von mir, Update vom Game. Und dann sehen wir uns in den Livestreams und hier mit mir in den Videos. Vielen lieben Dank. Euer Toto. Bestimmt.